Moin Leute, hier zurück bei FIFA 18 mit dem Bundesliga-Spieltag 12. Erste Werder Bremen gegen Hannover 96. Ich bin Werder Bremen. Ja, absoluter Abstiegskampf hier. Und ja, Cheftrainer Kohfeldt hat übernommen. Zweite Wahltrainer. Eigentlich wurden ihn anderen verpflichtenden drei Leute wohl gefragt. Trainer haben alle gesagt, nö, wollen wir nicht. Ja, Anpfiff ist am 19.11. auf dem Sonntag. Und ja, mal schauen. Das ist ja einfach 18 Uhr, ich glaube, das ist ja genau. Und Werder muss definitiv gewinnen, sonst sieht es richtig übel aus. Das sieht ja eh schon übel aus. Also jetzt das Spiel wieder verloren in Frankfurt. Und ja, jetzt haben sie zwei Wochen Zeit, die Länderspielpause um das zu überwinden zu stellen. Beziehungsweise. Oh, da steht nicht so dritt. Fängt auch schon mal gut ein. So soll es sein. Ja, ich bin hier noch am Reden und dann mache ich wieder das Tor. Das ist schon mal nett. Ja, sauber. Das ist ja schon mal gut. Was ich eigentlich sagen wollte, die haben jetzt 14 Tage Zeit, um das Team irgendwas wieder neu einzustellen. Und sich der Trainer auch auf das Spiel einzustellen etc. Umgekehrt, die Mannschaft zum Trainer auch. Und hoffen, dass es wirkt. Und wer dann nimmt, dass sie endlich mal langer Zeit mal 3 Punkte wird. Beziehungsweise behält die. Dann gibt es nicht ab hier zu Hause. Heimspiele sind ja immer so eine Sache, ne? Und oh! Ja, und sonst weiß ich gar nicht. Boah. Ja, ich sollte mich mal wieder konzentrieren hier, nicht so viel sabbeln. Das ist, wie gesagt, es ist echt Multitasking hier. Spielen und sabbeln ist nicht so gut. Zudem, boah, was mache ich denn da? Ja, KI ist auf Profi eingestellt. Eine Halbzeit geht 6 Minuten. Und wer davor noch ein Tor. Verdrückt. Wie? Das ist kein Werder-Spieler. Super. Ja, also Kohfeldt ist übrigens, also Werder-Trainer Kohfeldt, der ist im Moment bis Winterpause definitiv erstmal Cheftrainer. Und dann wird geguckt, das ist eigentlich genau alles gleich wie mit Skripnik oder mit Nuri. Gleiches Prozedere wie in den vergangenen Jahren. Wird erstmal geguckt bis zur Winterpause und dann wird entschieden, ob er bleibt oder nicht. Oder ob die noch weitersuchen. Das ist immer das Gleiche. Blöd, sagen wir es mal so. Ich weiß gar nicht, wo Hannover da steht, auf seinem Platz. Wer ist unten drin? Ich glaube 17. ne? Oder war das so richtig? Ich habe gerade nicht auf dem Schirm. Nicht so richtig vorher informiert, weil ist auch nicht, wer das im Moment so ein bisschen, ne? Wenn man das nicht viel durchlesen. Man weiß, das ist der schlechteste Start ever in der Bundesliga. Und wollte man eigentlich gar nicht sagen, und es ist halt kompletter Abstiegskampf immer, also durchgehend, über Jahre jetzt, jedes Jahr ist Abstiegskampf. Letztes Jahr ging es dann kurz einmal um Europapokal und jetzt auf einmal nur noch wieder Abstieg, Abstieg, Abstieg. Also, Mist ist das einfach. So, jetzt wird erstmal gespielt hier. So, irgendwie kommt hier keiner mit, Hannover macht Druck im Mittelfeld und kriegt den Ball zum Wurf nach vorne, das gefällt mir gar nicht. Was ich hier mache hier. So, der läuft schon mal hier. Ja, gut, hat nicht funktioniert, ist auch schon mal schlecht. So, jetzt ein bisschen Concentration hier. Fokus. Oh, der kommt gut. Das war nicht so gut. Was war das denn jetzt? Was war das hier? Ding dong. So geht das. Schnell geschaltet. Kruse macht das Ding. Coole Trolle hier. Coole Trolle. So gefällt mir das. Zack. Hochabwehr. Miserabel. Der Angriff. Nahezu perfekt. Ein Tor? Was? Oh, ein Tor. Das stand nur ein Tor. Das stimmt aber auch nicht. Der neue FIFA-Patch kam auch irgendwie raus. Aber da haben sich die ganzen Spieler mal wieder beschwert. Ich weiß gar nicht genau warum. So richtig verfolgt, aber ich weiß, verkackt das EA gerade mit den FIFA-Patches und irgendwie beschweren sie nach alle Probleme immer. Das funktioniert nicht, das funktioniert nicht, das nicht, das nicht, das nicht. Na gut, ja. Ich kann einigermaßen spielen hier, also so ganz so scheiße ist dann doch nicht. Oh, oh. Ui,
Langer hier. Schön durch die Mitte, dann in die Mitte, dann an der Seite vorbei und dann schon wieder von vorne. Schießt das Tor oder was? Bing Bong! Abzug. Ja, wenn es gut so laufen sollte am Sonntag, wäre das natürlich mega nice. Das Tor nochmal an. So, schön gespielt wieder. Ja, 2-0, erste Halbzeit. Sieht nach dem Ast rein 10-0 aus. Naja. Ah, gut, wir schießen auch noch ein Tor. Ah, gut, KI kann es nicht. Es ist schon mal sehr gut. Wenn die KI so spielt, habe ich gleich das Spiel. Ich weiß gar nicht genau, wo Hannover jetzt ist auf diesem Tabellenplatz. Na naja, gut, ich werde auch Infos noch in die Beschreibung dieses Videos hauen hier. Also von daher, da steht dann auch noch ein bisschen was. Die Infos kommen wahrscheinlich alle von bundesliga.de. Also von daher würde da noch ein bisschen was stehen. Wenn dann die Infos auch da sind. Aber. Und gut. Jetzt wird erstmal wieder weiter gespielt und probiert ein Tor zu schießen. Schade. Was? Abseits oder nicht? Nee. Zu fair halten. Abtaucher. Sehr nice. Was ist denn los? Kruse ist echt gut am Ball, gar nicht zu sagen. Ja, so bin ich zufrieden. Wenn es wirklich so laufen sollte, am Sonntag dann. Das ist wunderschön. Schön Nordderby hier in Hannover. Also über die rechte Seite geht es auf jeden Fall sehr gut bei Hannover. Da sind wohl nicht so die starken Spieler. Alter, was ist hier los? Das haben wir mit Schiefer gepatcht. Ja, das ist ein bisschen komisch gerade. Und das ist auf Profi. Also so leicht habe ich jetzt nie ein Tor geschossen. Server hatten auch dieser vorne ein bisschen Probleme. Ich hatte das Spiel jetzt so manuell eingestellt. Ich weiß nicht, ob es daran liegt. Oder ob Hannover einfach mega schlecht sind. Noch tausendfach schlechter als Werder. Aber lass es stehen, alles gut. Freut mich. So werde ich es allerdings mit Kicktipp nicht tippen. Vielleicht 2-1. Werde ich wahrscheinlich tippen. So, Standardding, ne? 1 Monate, das war auch realistisch. Okay, sie kriegen Anschlusstreffer. Ping-Pong-Spiel. Jetzt schon einwechseln da unten? Nein, leider nicht. Ja, gut, das Tor kommen wir uns nochmal an. Ding-Dong und noch gegen Arm geschossen. Okay. So, Abpfiff, ab in die zweite Halbzeit. Mal schauen, wie viele Tore ich noch schieße oder Hannover. So. Und ja, das sieht ja ziemlich ja, abgeklärt aus, sag ich mal. Und so sieht es im Moment aus. Tore, Schüsse, Schüsse aufs Tor etc. Geht direkt weiter. Gucken, ob ich noch irgendwas hinkriege jetzt zweite Halbzeit. Oder ob die Veteranen jetzt erstmal Pause machen. Und sich schon fürs nächste Spiel. Nächstes Spiel geht, glaube ich, gegen Leipzig, in Leipzig. Das wird natürlich auch wieder ein übles Ding. Ich hoffe auf ein Unentschieden. Aber das werde ich natürlich auch noch spielen. Also von daher, alles zu sehen als großes Spiel auf diesem Channel. Yay. Boah, was ist hier los?
Also wie gesagt, ich weiß nicht, was los ist hier, ob das jetzt alles so sein soll. Mein Spielzug war gut. Direkt abgeledert da. Ja, Nunezovic schießt mal sein Tor. Darf jeder mal ran, dann schicke ich den Torwart auch gleich mal vorne und dann läuft das. Ja, Hannover hat aber eigentlich nach dem ersten Gegentreffer ordentlich Torchancen gehabt. Also da war das eigentlich so, dass die Richtung Ausgleich ging und jetzt auf einmal spielen die gar nicht mehr irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich finde es eigentlich ganz gut. Ach komm, gibt's doch nicht. Pass, abledern, Tor. Das ist einfach zu einfach, aber weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob jetzt einfach Hannover aufgegeben hat, die KI sagt, oh, bringt nichts mehr, keine Lust mehr. Oder ob hier eventuell durch den Patch irgendwas gemacht wurde, ich weiß. Gibt es da so einen Motivationsschub oder so? Oder Demotivationsschub als Programmierung irgendwas? Gibt es da sowas? Ich habe keine Ahnung. 7-1. Ich habe so viele Tore noch nie bei FIFA 18 geschossen. Also, deswegen ist das ein bisschen komisch. Naja, lassen wir so stehen. Auch wenn ich der Meinung bin, dass das irgendwie nicht ganz richtig ist. Aber gut. Ja, der wird sowieso gewinnen. Sonntag. Definitiv. Schade. Hannover wird niemals eine Chance haben. Ja, da braucht die Punkte. Tun die Flanken gar nicht, machen gar keinen Druck, auch wenn ich sie angreife, ist ganz komisch. Aber wiederum, wie gesagt, die erste Halbzeit hat Hannover auch nicht noch Druck gemacht nach dem ersten Treffer. Deswegen ist es gerade komisch, dass sie so komisch spielen und ich mehr oder weniger fast jeden Ball kriege. Das wundert mich echt. Das ist halt verwunderlich. Naja, das Spiel ist gleich vorbei. Verlieren kann ich eigentlich nicht mehr, außer ich kann jetzt 5000 Mal selber ins Tor. Also ins eigene Tor mache ich damit. So, wo ist die Laola-Welle im Stadion? Ich will hier was sehen. Okay, der hat nicht so einen guten Schuss. So, jetzt kann ich ein bisschen auswechseln hier. Das hier rein. Lass sie raus. Komischerweise in jedem Spiel, was ich hier habe, bei FIFA, ist der Lassi immer K.O. Ohne Witz. Ich meine, läuft zwar auch viel wahrscheinlich und so, ne? Aber jedes Mal muss ich ihn auswechseln. Ach, verdammt. Okay, jetzt machen sie wieder ein bisschen Druck hier noch, aber. Ne, funktioniert nicht. Boah. Da mit einfachen Pässen komme ich einfach nach vorne. Gut, das hat nochmal so ein bisschen wieder besser. Spielt wieder ein bisschen mehr, okay. Vorbei. So, Hannover wechselt fleißig aus. Ups. 10 Minuten gleich. Alles gut. Alles safe.
Oh. Könnte auch noch schießen. Und zwar aufs richtige Tor. Was abseits? So, was kein Abseits, das bin ich sicher. Ja, ich glaube, der Schiri wird auch pünktlich abpfeifen. Wenn die 90. Minute erreicht ist. Ich glaube, da ist nichts mehr zu machen hier. Oh. Oh, schade. Was, Elfer? Ach komm, wirklich? So, Elfer schießen kann ich nicht so gut. Was gibt's in der Karte? Rot? Ich lach mich tot. Dann gibt's dann noch für Sané, Salif Sané, gibt's dann noch die rote. Alles klar. War ein Spiel. So, jetzt probieren wir es mal. Oh, klappt sogar. Gott sei Dank. Ja, 8-1. Mal nochmal kurz ein Rad hier und ein bisschen Ching Chang Chong. So, ja. Was soll ich dazu sagen? Ob jetzt die KI richtig eingestellt ist oder nicht, werden wir nie erfahren. Weil ich werde das Spiel so lassen, wie es ist. Weil so habe ich nie gewonnen. Also. Ja, eigentlich auch schon Tore dabei, ne? Also natürlich komplett unrealistisch, was das reelle Ergebnis am Sonntag angeht, aber lustige Sache eigentlich. Finde ich gut. Guck mal, ich kann hier komplett durchrennen. Dann einfach mal eben. Ah, doch nicht. Oh, schade. Schade, schade. Seitenfalls hier. Nächstes Mal doch auf Weltklasse stellen, die KI. Dann läuft das auch. Oh, schade. Ich dachte, ich mache das 9-1 noch. Wäre natürlich richtig nice noch. So, gut. Jetzt macht er wahrscheinlich einen Abstoß und dann ist Feierabend. Noch nicht? Doch. Ja, wer da gewinnt zu Hause, wie gesehen. 8-1, Hannover kassiert eine rote Karte. So läuft das. Ja, wie gesagt, mal gucken, wie das nächste Spiel wird, wenn ich hier das nächste Spiel mache, hier, ob die Karriere richtig eingestellt ist. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber super Sache. Freut mich. Glückwunsch, Schwierigkeitsgrad Profi scheint dir keine Probleme zu bereiten. Vielleicht solltest du es einmal mit Weltklasse probieren. Also hier ist der Beweis, es ist auf Profi gestellt. Da muss ich mal überlegen, was ist hier los. Nicht so gut oder was? Ich weiß es nicht. Naja, machen wir aber erstmal weiter auf Profi, weil nachher ist man auf dem Deckel, aber so sieht es im Moment aus. Ja, so sieht die Statistik zum Schluss aus. Max Kruse kriegt eine 10,0, alles klar. Und bei den ganzen Toren und so, Leistung war jetzt auch gut abgeledert hier. Ja, danke fürs Zusehen und Zuhören, mir hat es ein bisschen gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei FIFA 18 hier wieder. Bis dann, tschüss.